So, da muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. Das hat ja anscheinend nicht geklappt. Ich gehe nochmal zum Sonnendeck vielleicht. Ah, der hat den MP3-Spieler, also MP3-Player dahin gelegt. Vielleicht kann ich mir den nehmen, oder? Kann ich mir den mal ausleihen? Ja. Sie haben dafür Geil. gesorgt, dass hier an Deck wieder herrliche Ruhe herrscht. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Heißt das ja? Ja. Dankeschön. Heißt das ja? Ja. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall MP3-Player. Aber mit dem MP3-Player... Was ist eigentlich, ich würde gerne mal mit dem Bauer hier reden. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen und... Was ist eigentlich mit dem Mikrofon da? Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Vielleicht, wenn ich Mikrofon mit MP3-Player verbinde, dann labert die da irgendwas, also die Nina. Und vielleicht kommt dann der Barkeeper aus seinem Zimmer heraus. Vielleicht wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Der ist eindeutig zu hoch, um drüben. So, der hat sich gerade umgedreht. Nee, stopp mal, was hat es jetzt gebracht, bitteschön? So, jetzt haben wir unser Mikrofon wieder. Und der Bauer hat sich umgedreht. Deshalb gehe ich jetzt hier nochmal raus zum Unterdeck. Und jetzt sollte das eigentlich ja funktionieren. Fremde Kabine, diese Perücke, wenn ich ihm einen. Oh, Junge! Penner hat sich wieder... Ist doch nicht euer Ernst hier, oder? Jetzt hat der Vollidiot sich wieder umgedreht. Wollte mich verarschen. Der Portier steht ja. Wir lagen vor Madagaskar Ah. und hatten die Pest an Bord. In den Ah, Kessel, da jetzt kochte das geht's. Wasser und täglich ging einer über Bord. Ich guck nochmal, vielleicht hat er sich jetzt umgedreht. Fremde Kabel. Dieser kleine... Boah, Junge! Mann, dreh dich doch jetzt mal um. So ein Scheiß. Der Portier steht ja wie la in den Kessel. Weißt du was? Ich mach den MP3-Player jetzt wieder an den Scheiß hier. Später vielleicht. Geh mal weg hier. So. Jetzt mache ich den MP3-Player ans Mikrofon und dann gehe ich runter. Weil dann läuft ja die ganze Zeit Musik. So. Und jetzt dürfte es ja gehen. Weil wir den MP3-Player nicht mitgenommen haben und die Musik da immer noch läuft. Fremde Kabine, diese Perücke, wenn ich ihm. Ha. Er wird mich nicht hören. Fremde Kabine, wenn ich ihm. Was bringt der Kacke jetzt? Der sieht uns nicht mal. Mann. Vielleicht bringt's gar nichts. Der hat sich auf jeden Fall jetzt umgedreht, aber ja. Fertig sind wir immer noch nicht Hallo, Herr damit. Lee. Hallo, Frau Kalenko. Gibt's da jetzt... Ja, da gibt's noch mal was zu besprechen. So, jetzt müsste das mit dem Foto klappen. Wirklich? Das wäre großartig. Dann kommen Sie schnell. Na, Ja, jetzt klappt endlich. es. Aber viel Ähnlichkeit mit George Rooney hat er nicht gerade. Sind Sie sicher? Er hat sich natürlich verkleidet, damit ihn nicht jeder sofort erkennt. Sonst könnte er sich ja nicht in Ruhe auf seine Rolle vorbereiten. Klingt logisch. Jetzt noch eines für Sie. Das haben Sie sich verdient. Hier, für Sie. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Freude Sie mir gemacht haben. Das ist einer der großartigsten Tage meines Lebens. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen und vielen Dank für das Foto. Tja, der merkt gar nicht, dass er da fotografiert wurde, der Lappen. So, wir haben jetzt den Beweis für den Captain und den werde ich jetzt direkt mal einreichen. Mal schauen, ob er davon überzeugt ist. Das dürfte ja jetzt eigentlich ausreichen.
Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ich habe ein Foto von Ihrem angeblichen Schiffsarzt gemacht. Entweder spielt der Typ gerne Karneval oder wir haben es hier mit einem Betrüger zu tun. Vielleicht auch mit was Schlimmerem. Überzeugt Sie das jetzt? Mein Gott, Sie haben recht. Aber ich verstehe das Ganze nicht. Können Sie mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Ich kann's versuchen. Allerdings weiß ich auch nicht übermäßig viel. Die Frage ist nur, sollten wir uns nicht erstmal um den falschen Arzt kümmern? Der kann bestimmt die eine oder andere Frage beantworten. Gute Idee. Kommen Sie. Ich bin mal gespannt, was der Kerl zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Wo ist er denn nun? Krankenstation? Lol. Okay, schauen wir mal nach. Da ist er weggegangen. Mein Gott, sie ist tot. Sehen Sie die Striemen am Hals? Sie wurde erwürgt. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Sie sollten auf alle Fälle die Polizei benachrichtigen, oder? Ja, gute Idee. Und das auf meinem Schiff. Wenn das rauskommt, will doch keiner mehr auf meinem Schiff reisen. Haben Sie sonst keine anderen Sorgen? Hier liegt eine Frau, die offensichtlich ermordet wurde, und Sie machen sich Sorgen ums Geschäft? Sie haben recht. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Muss wohl der Schock sein. Schon gut, aber Sie sollten jetzt wirklich die Polizei rufen. Ja, mach ich. Ich werde sofort einen Funkspruch absetzen und den nächsten Hafen anlaufen lassen. Bitte warten Sie hier und sorgen Sie dafür, dass niemand etwas anfasst. Kann ich machen, aber beeilen Sie sich bitte. Ich fühle mich neben einer Leiche nicht sonderlich wohl. Lol, jetzt ist sie also doch tot. Wer hat dir das angetan? Und wieso? Was geht da ab? Was war das? Hörte sich an wie Schüsse. Müssen wir mal überprüfen hier. Später. Jetzt müssen wir erstmal... Oh mein Gott! Es ist alles wahr! Ach du meine Güte! Scheiße! Ganz schön fette Wellen! Währenddessen in Indonesien. Schicke Landschaft. Sieht echt nice aus. Das waren die letzten Sachen aus dem Boot. Schön warm ist es hier. Ganz schön warm. Du wirst dich dran gewöhnen. Oh Mann, dass ich dich hier wiedersehen würde, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Naja, als man mich gefragt hat, ob ich eine Fotoreportage über die berühmte Archäologin Sam Peters machen möchte, musste ich nicht lange überlegen. Die Welt ist eben doch ein Dorf. Du sagst es. Unser letztes Treffen war während des Studiums, oder? Wie lange ist das jetzt her? Kann noch nicht so lange her sein. Wir sind doch beide gerade mal Anfang 20. Stimmt. Und du siehst immer noch genauso lecker aus wie damals. Danke. So, bevor du jetzt vor Scham im Erdboden versinkst, willst du dich nicht erstmal ein bisschen ausruhen? Du bist doch bestimmt müde von der langen Reise, oder? Wenn ich ehrlich sein soll, ja, todmüde. Aber ein paar Sachen würde ich gerne noch wissen, bevor ich mich hinlege. Sonst kann ich womöglich vor unbefriedigter Neugier nicht schlafen. Okay, dann das Wichtigste in Kürze. Ich bin ein paar Gerüchten über die Existenz eines uralten Tempels nachgegangen und habe ihn nach monatelanger Suche tatsächlich gefunden. Mein Team und ich haben dann vor ein paar Wochen damit begonnen, den Tempel von außen näher zu untersuchen. Dein Team? Wo sind die denn alle? Eine lange Geschichte.
Mach sie kurz. Ich hatte 5 einheimische Helfer und 2 Kollegen von der Universität in Jakarta. Aber seit unserer Ankunft hier steht das Unternehmen unter keinem guten Stern. Inwiefern? Es gab immer wieder Zwischenfälle. Erst verschwanden Gegenstände, dann stürzten Gerüste ein und schließlich verschwanden meine beiden Kollegen spurlos. Spurlos? Das heißt, die sind nicht mehr aufgetaucht? Nein. Aber stattdessen tauchte plötzlich so ein Typ auf und erzählte meinen einheimischen Arbeitern, sie würden hier heiligen Boden entweihen. Was für ein Typ? Keine Ahnung. Er hatte für den Dschungel total unpassende Klamotten an, lief die ganze Zeit in einer Robe rum. Völlig krank, der Typ. Und was wollte er? Er sagte, dass der Vulkan weiter im Westen der Insel bald ausbricht und nur Puritas Cordis den Ausweg aus der uns allen bevorstehenden Katastrophe bieten kann. Puritas Cordis? Diese Sekte aus Europa, die ständig das bevorstehende Ende der Welt prophezeit? Keine Ahnung. Ich gehe mal eher davon aus, dass es ein Grabräuber war, der uns vertreiben wollte, um selbst an die Schätze im Tempel zu kommen. Der Vulkan ist nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr aktiv. Aber bei deinen Arbeitern hat die Drohung scheinbar gewirkt. Nein, die sind mir erst weggelaufen, als der Typ nochmal ankam und was davon schwafelte, dass sehr bald etwas Schreckliches passieren würde, wenn sie nicht sofort von hier weggingen. Als dann am nächsten Morgen ein toter Orang-Utan, das heilige Tier der Einheimischen, hier im Lager gefunden wurde, sind sie durchgedreht. So schnell und so weg habe ich lange keinen mehr laufen sehen. Und seitdem bist du hier ganz alleine? Ja. Ich habe zwar schon neue Leute vom Festland angefordert, aber das dauert hier alles etwas länger als anderswo. Ja, das kann ich bestätigen. Warst du denn schon im Tempel? Nein. Ich konnte zwar den Hintereingang finden, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Da steht ein seltsamer Spruch drauf, den ich zwar mittlerweile entschlüsselt habe, aber viel weiter bin ich nicht gekommen. Zeige ich dir morgen. Okay. Wird auch langsam Zeit für mich. Ach ja, eine Frage noch. Was hat es eigentlich mit diesen seltsamen Totems auf sich, die hier um das Lager herum aufgestellt sind? Bist du plötzlich abergläubisch geworden? Nein, keine Angst. Aber die Pfauenfedern halten die wilden Tiere ab. Echt? Wie das? Die sehen die großen Augen auf den Federn und denken sich, wow, wenn das Auge schon so groß ist, wie groß mag dann erst das dazugehörige Tier sein? Und dann machen sie sich ganz schnell wieder aus dem Staub. Okay, bei dem Affen da hinten scheint es aber nicht geholfen zu haben. Zum Glück. Er ist der Einzige, der mir noch geblieben ist. Jeden Morgen, wenn ich zum Tempel gehe, rennt der Kleine vor und wartet dann dort auf mich. Abends holt er mich wieder ab. Ja, deine faszinierende Ausstrahlung wirkt eben nicht nur auf Menschen. Sieh zu, dass du ins Bett kommst. Ich zeig dir dann morgen alles und wenn du ausgeschlafen hast, werden hoffentlich auch deine Komplimente besser. Ich werde mich bemühen. Schlaf schön. Danke, du auch. Hilf! Sam? Keine Zicken, sonst mache ich dich gleich hier kalt. Was ist da los? Was geht denn da ab? Sam? Wow! So, ich werde mich wieder auf meine Runde machen. Du kommst dir ja wohl klar, oder? Ja. Denk dran, die Kleine darf uns nicht in die Quere kommen. Die letzten Testläufe verliefen alles andere als optimal. Und wenn uns jetzt auch noch die Generalprobe misslingt, haben wir ein riesiges Problem. Schon kapiert. Bin ja nicht blöd. Darüber kann man streiten. Aber du weißt hoffentlich, was auf dem Spiel steht. Die Gelegenheit mit der UN-Vollversammlung ist einmalig. Diese Chance darf sich Puritas Cordis nicht entgehen lassen. Ich pass schon auf. Die Tussi kommt ja nicht raus. Hallo? Ich bin keine Tussi und einsperren lasse ich mich auch nicht. Was soll das Ganze eigentlich? Ich will sofort raus hier. Wir haben dich mehrfach gewarnt, aber du musstest ja die tapfere Heldin spielen. Hättest dir lieber mal ein Beispiel an deinen Arbeitern nehmen sollen. Die waren schlauer als du und sind gleich abgehauen. Wie reden sie eigentlich mit mir? Ich habe ein Recht zu erfahren, was... Halt's Maul! Noch ein Wort und ich brech dir sämtliche Knochen. Ich muss los. Pass hier gut auf, bis ich wieder da bin. Und wenn die Kleine Ärger macht, stopf ihr endgültig das Maul. Okay. Oh oh, wo bin ich denn hier reingeraten? Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, aber einen besonders sympathischen Eindruck machen die nicht unbedingt. Zumindest ist der eine Typ jetzt weg. Der schien extrem brutal zu sein. Der andere ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Keinen Schimmer, ob Max noch lebt, aber ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen und hoffen, dass es jemand bemerkt. Na dann, würde ich mal sagen, los geht's hier.